Hallo und herzlich willkommen hier zum bestimmten Integral von lnx dx in der Grenze von 0 bis 1. Die Stammfunktion von lnx, da gibt es ja schon ein Video zu bei Oberprima, ist x mal lnx minus 1 plus c eigentlich, aber weil wir hier uns um ein bestimmtes Integral kümmern, brauchen wir das nicht. Wenn wir jetzt hier die Grenzen einsetzen, 0 und 1, würden wir normalerweise erst die obere Grenze einsetzen, einmal ln von 1 minus 1, hier nochmal Klammern rum, minus, und jetzt wird die 0 eingesetzt, 0 mal ln von 0 minus 1. Und ln von 0 ist etwas, was es nicht gibt. Das geht nicht, das dürfen wir nicht machen. Und deswegen können wir auch das Integral so nicht berechnen. Beziehungsweise können wir den Flächeninhalt unter der Kurve von ln x zwischen den Werten von x gleich 0 und x gleich 1 nicht berechnen. Auf diese Art und Weise. Wir können ihn schon berechnen. Und dafür mache ich jetzt mal kurz eine kleine Skizze. Und zwar, wenn wir hier uns vorstellen, dass das ln x ist, dann geht das ja hier bei x gleich 1 durch die x-Achse durch und dieses hier ist der Flächeninhalt, den wir berechnen wollen. Und diese Kurve hier, die kommt halt nie an die y-Achse ran. Das heißt, x gleich 0 ist ja nicht definiert. Wenn wir immer weiter an die y-Achse rangehen, wird der x gleich 0. Ja, was machen wir nun? Wenn wir uns mal die Umkehrfunktion angucken, dann ist die Umkehrfunktion ja e hoch x. Dieses hier ist ja lnx. Die geht hier bei y durch 1. Und ist durch die Winkelhalbierende des ersten und dritten Quadranten gespiegelt. Hier einfach so senkrecht rüber gespiegelt, jeder Punkt. Hier auch. Und deswegen ist auch dieser Flächeninhalt hier rüber gespiegelt. Und zwar befindet sich dieser Flächeninhalt also hier. Und also können wir statt diesem Flächeninhalt zu berechnen, können wir auch den Flächeninhalt von der Umkehrfunktion e hoch x dx in den Grenzen von, na, irgendwo ganz weit hier links, also minus unendlich, bis x gleich 0 berechnen. Und wenn wir das berechnen wollen, dann können wir natürlich das Ganze am besten machen, oder am fachlichsten, sinnvollsten machen, wenn wir hier eine Variable einsetzen, a. Und dieses a lassen wir dann hinterher, wenn wir die Stammfunktion und das Ganze eingesetzt haben. Wenn wir das dann eingesetzt haben, dann dürfen wir das machen. Also ich mache mal hier weiter. Wäre dann also, das Integral von e hoch x ist ja e hoch x, in den Grenzen von a bis 0. A ist ja kleiner als 0, deswegen steht es auch unten. Und das ist gleich e hoch 0 minus e hoch a. E hoch 0 ist 1. Weil irgendwas hoch 0 ist immer 1. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie groß dieser Flächeninhalt ist, dann berechnen wir den Limes von a gegen minus unendlich von 1 minus e hoch a. Und da können wir dann tatsächlich jetzt minus unendlich hier einsetzen. Dann steht da nämlich 1 minus e hoch minus unendlich. Und e hoch minus unendlich können wir hier am Graphen auch nochmal abchecken. Ist 0. Also kommt daraus 1 minus 0 ist gleich 1. Und wenn es hierbei um Flächeneinheiten gehen soll, dann wäre das eine Flächeneinheit für diesen, genauso wie für diesen Flächeninhalt. Wenn es um den Wert des Integrals gehen würde, könnte man natürlich sagen, dass sich dieser Flächeninhalt hier unterhalb der x-Achse befindet. Deswegen muss das Integral dann ein negatives Vorzeichen haben. Das heißt, dass wir hier ein ganz kleines bisschen gemogelt haben. Der Flächeninhalt wäre derselbe. Und ich habe das deswegen gemacht, weil das Ganze hier aus einer Rotationsvolumenaufgabe kommt. Das heißt, hier muss ich hier Betragsstriche drum setzen und hier auch. Und hier gilt das natürlich auch nur für a gegen minus unendlich. Aber ich hoffe, das Prinzip ist klar geworden. Ich habe ein neues Schild, halte das hier ins Bild. In diesem Fall kann ich es hier hinlegen. Und hoffe, das hat dir was gebracht. Und ja, wie gesagt, meine Bitte, erzähl deinen Freunden von Oberprima und stell neue Aufgaben im Forum. Kommentare zu diesem Video natürlich gerne auch unterhalb des Videos. Und dementsprechend kann ich jetzt nochmal brüllen. Tschüss und auf Wiedersehen!